Faxgeräte gibt es seit 40 Jahren und die Technologie ist einfach nicht totzukriegen, obwohl sie mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Wie ich in einem anderen Video schon erwähnt hatte, hat die Technologie viele Nachteile, man kann diese Nachteile aber alle ausgleichen. Wie man das am besten machen kann, zeige ich euch nach dem Intro. Wer im Jahr 2021 noch faxen will, der sollte das nicht mehr mit einem Hardware-Faxgerät tun. Die haben viele Nachteile und sind zum Teil auch wegen der Leitungen, die sich geändert haben, einfach unzuverlässig geworden. Zudem kosten die Strom, die müssen bedient werden, die müssen im Router verbunden werden, alles Sachen, die man umgehen kann. Umgehen kann man die mit einem Faxservice wie SimpleFax. Und genau den schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Um es kurz zu machen, SimpleFax kann ich rundum empfehlen. Das liegt daran, dass ich hier sehr viele Möglichkeiten habe, Faxe zu versenden und eine gute Möglichkeit habe, Faxe zu empfangen. Wenn ich heute ein Fax empfangen will, dann will ich das möglichst auf meine E-Mail-Adresse bekommen. Dazu brauche ich natürlich erstmal eine Faxnummer. Die bekomme ich bei SimpleFax, wenn ich einfach 25 Euro einmalig auf mein Konto lade, dann gehört mir eine Faxnummer, solange wie ich dort Kunde bleibe. Es gibt keine monatlichen Gebühren, man muss wirklich nur diese 25 Euro einmal aufladen und die verliert man dann auch nicht, also man bezahlt nicht direkt die Faxnummer, sondern das ist dann einfach Guthaben für Faxe, die man damit schicken kann. Wenn wir jetzt schon beim Thema Faxe schicken sind, ja, wie schicke ich denn jetzt am besten Faxe ohne ein Faxgerät? Bei SimpleFax gibt es dazu mehrere Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten, die wahrscheinlich am praktikabelsten ist, ist der sogenannte Faxdrucker. Ich kann mir in Windows oder in Mac einfach einen Druckertreiber von SimpleFax installieren und damit kann ich aus jedem Programm heraus, das eine Druckerschnittstelle hat, Faxe bei SimpleFax verschicken. Das macht die Faxschnittstelle zu sehr vielen Programmen und Formaten erstmal kompatibel. Ich bin also nicht darauf angewiesen, erstmal ein bestimmtes Format zu haben und das dann zu verfaxen, sondern kann das direkt aus dem Programm heraus über die Druckerschnittstelle tun. Wem das nicht reicht, der hat noch die Möglichkeit, sich online anzumelden und einfach hier einige Seiten hochzuladen und zu einem Fax zusammenzustellen. Das hat mir auch recht gut gefallen, denn ich konnte hier einfach verschiedene Dokumente zu einem Fax zusammenfassen. Eine weitere Möglichkeit ist, aus einem E-Mail-Programm heraus ein Fax zu versenden. Dazu muss ich an eine bestimmte Mail-Adresse eben mein Fax schicken. Meine E-Mail-Adresse wiederum muss hinterlegt sein im SimpleFax-Konto und damit kann das Fax dann mir zugeordnet werden. Der Mail wiederum füge ich einfach einen Anhang, zum Beispiel ein PDF hinzu und das wird dann eben an diese Nummer verfaxt. Natürlich bekomme ich auch für jedes Fax, das ich hier verschickt habe, den Sendebericht, auf den alle so scharf sind. Jetzt habe ich so viel Lob über SimpleFax ausgekippt, gibt es denn auch Nachteile? Und da habe ich tatsächlich zwei identifiziert. Eines der Probleme ist die fehlende Signierung oder die fehlende Signatur des Druckertreibers. Das heißt, ich bekomme hier erstmal eine Warnmeldung, wenn ich das Ganze installieren will. Ich hoffe, im Laufe dieses Videos wird SimpleFax darauf aufmerksam und holt das Ganze nach. Der zweite Punkt, der mir nicht gut gefallen hat, ist diese E-Mail-Funktion. Hier wird keine zusätzliche Authentifizierung verwendet. SimpleFax weist darauf hin, dass man für diese Funktion eine E-Mail-Adresse verwenden soll, die man nur selbst kennt. Man müsste sich jetzt also hier eine extra E-Mail-Adresse anlegen und nur die zum Versenden der Faxe verwenden. Der Hintergrund ist, dass bei SimpleFax einfach diese eingehende Mail über den Absender der Mail zugeordnet wird. Und wer schon mal was von E-Mail-Spoofing gehört hat, der weiß, was hier das Problem ist. Das Problem ist nämlich, dass bei E-Mails der Versender gar nicht geprüft werden kann. Es gibt sogar E-Mail-Dienste im Internet, die genau das anbieten, also einen Versender oder einen Absender bei einer Mail zu fälschen. Und wenn ich das hinbekomme, dann kann ich eben auf Kosten anderer Nutzer bei SimpleFax im kritischen Fall Faxe versenden. Diese Funktion kann man zum Glück abschalten oder man kann spezielle E-Mail-Adressen dafür hinterlegen. Da hätte ich mir eine elegantere Lösung gewünscht. Hier hätte man zum Beispiel sowas wie einen API-Key nehmen können, der dann zum Beispiel in die Mail oder in den Betreff der Mail muss, damit der Versand stattfinden kann.
Das ist jetzt aber alles Meckern auf sehr hohem Niveau, denn diese Funktion kann ich im Prinzip abschalten oder kann, wie gesagt, auch einfach eine alternative E-Mail-Adresse hinterlegen. Kommen wir aber noch zu den Preisen. Das hat mir auch sehr gut gefallen, denn ich zahle hier ja nur die 25 Euro einmal ein und ab dann zahle ich nur das, was ich verfaxe, so wie man es halt bei Prepaid kennt. Eine Faxseite in Deutschland kostet 7 Cent. Das ist auch eine ganz interessante Preiskonstellation, da Faxe ja normalerweise im Minutentakt abgerechnet werden. Hier habe ich also die Sicherheit, dass eine Faxseite 7 Cent kostet, egal wie lange das Fax dann sendet tatsächlich. Das ist jetzt kein Schnäppchenpreis unbedingt, aber naja, 7 Cent für eine Faxseite, da kann man jetzt auch nicht wirklich viel dran sparen. Die 7 Cent gelten für Faxe innerhalb Deutschlands. Wer ins Ausland faxen möchte, kann sich hier im Tarifüberblick nochmal was anzeigen lassen. Mir persönlich kam das Ganze aber relativ fair vor. Ich habe auch die Stabilität getestet, indem ich einfach von meinem Anschluss zu Hause 30 Seiten mal an meine Faxnummer bei Simplefax geschickt habe. Und auch das kam alles problemlos an. Bei der Stabilität muss ich Simplefax nicht wirklich verstecken. An der Stelle sage ich dann schon mal Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo dieses Kanals und natürlich einen Daumen nach oben.